Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zum neuen Kampf des heutigen Tages und zwar Julian, der Gott, gegen Mobile Gamer. Ich werde nur Julian sagen, ich werde das nicht weiter ergänzen. Jedenfalls, neuer Kampf, neue Runde, neues Glück. Wir haben hier wieder zwei Kontrahenten mit unterschiedlichen Werten. Und man muss dazu sagen, Julian hat eine richtig krasse Rüstung. Ihn damit zu schlagen, wird schon sehr, sehr schwer sein. Naja, gehen wir erstmal auf die Statuswerte. Julian hat 850 Leben. 850 Leben, müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Schaden von 22 bis 27 und ein Erstschlag von 10. Der kritische beträgt 40%, dann die DPS, die sich aus allem berechnet, sind 35 und eine Ausweichchance von 14%. Das sind wirklich viele, viele hohe Werte. Das Einzige, was er wirklich niedrig hat, das ist wirklich Stärke. Nur die Stärke ist sehr, sehr niedrig. Und eigentlich sind die ganzen Stärkefaktoren bei ihm ziemlich niedrig. Einmal die Stärke und einmal die Beweglichkeit. Die zwei Sachen sind ausschlaggebend für die Stärke von der DPS. Und wäre das noch höher gewesen, ouch, würde das wehtun. Naja, kommen wir zum Mobile Gamer. Mobile Gamer hat 250 Leben wie die anderen davor, auf der rechten Seite auch. Findet ihr das hier nicht auch irgendwie seltsam? Ist ganz, ganz seltsam. Viele 250er dabei. Naja, Schaden von 20 bis 21, Erstschlag von 2, das bedeutet, Julian beginnt. Ein kritischen von 10%, was sehr, sehr, sehr niedrig ist. DPS insgesamt von 25 und eine Ausweichchance von 2%. Da muss es echt schon eine göttliche Führung sein, dass der nochmal ausweicht. Aber egal, wir wollen ja eigentlich zum Kampf kommen. Mobile Gamer hat noch eine Katze, die ihm 12% Herstellungszeit gibt. Ich bezweifle, dass er im Kampf irgendwas herstellen will. Deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Erstschlag hat Julian und damit geht es los. Bam! Julian fängt direkt mit einem kritischen von 72 an. Das tut weh. Und da sehen wir den jämmerlichen Schaden vom Mobile Gamer von 25. Naja, ich habe schon niedrigere Zahlen gesehen. Naja, Julian hat nochmal zurück angegriffen. Und wir sehen, das hier wird ein etwas längerer Kampf, da die beiden Werte von den DPS nicht so wirklich hoch sind bei den beiden. Könnte höher sein. Mit einer Durchschnittsschlagkraft von 25 wird Mobile Gamer, glaube ich, nicht auf die 58 Leben von Julian eingehen können. Und somit wird er höchstwahrscheinlich verlieren. Julian ist zudem nochmal ausgewichen, was bedeutet, das ist klar das Ende für Mobile Gamer, egal was jetzt noch passiert. Seine Ausweichchance von 2% wird ihm nicht helfen. Ein kritischer von 10%, er wird weder kritische, glaube ich, bekommen, noch wird er ausweichen. Das wird nicht gut ausgehen. 728 Leben bleibt Julian noch. Er bleibt ganz locker, ganz gelassen. Da kommt nichts mehr. Und Mobile Gamer ist tatsächlich ausgewichen. Er ist ausgewichen. Oh, und Julian kontert auch mit dem Ausweichen, um das Ganze schön zu negieren. Und da kommt der letzte Schlag. Fünf Leben sind ihm geblieben. Er ist daran verreckt. Damit wird Julian auf jeden Fall in die nächste Runde gehen. Wir gucken jetzt mal direkt in die Tabelle. Da sehen wir es: Mobile Gamer tot, Julian in der nächsten Runde. Das heißt, Julian wird gegen Double X antreten. Das wird ein interessanter Kampf nächste Woche, denn die Werte von den beiden sind nicht schlecht. Wenn Julian jetzt noch am Mittwoch im Livestream drauf kommt, vielleicht noch ein bisschen stärker zu trainieren oder vielleicht ein bisschen Beweglichkeit, könnte es das werden. Könnte er Double X tatsächlich schlagen? Doch das erfahren wir erst in der nächsten Woche. Auf jeden Fall geht es gleich in einer Stunde in den nächsten Kampf gegen, beziehungsweise Baxi gegen Awesome Vlogger. Der Name hat nicht ganz reingepasst. Egal. Wir sehen uns in der Stunde wieder. Ciao.